Ja, liebe Leute, ich hoffe, dass es euch gut geht und heute mal ein ganz kurzes Video, spontanes. Ich sauf nicht immer Bier. So, meistens eigentlich auch Wasser. Was ist mir fast lieber, so auf Aussetzung so gutes Wasser. Ja, um einen kleinen Titel einmal sich selber auf die Schaufel nehmen, über sich selber lachen, über seine Lebensweisen. Wisst ihr, verändern tut sich nichts, wenn man immer mit dem Finger auf den anderen zeigt. Und ich bin ja dafür bekannt, dass ich sehr gut austeilen kann. Lebensgewohnheiten, Lebensweisheiten und sogenannte westliche Werte immer wieder stark anzugreifen. Vielen Menschen und Berufsgruppen gebe ich damit starke Tiefschläge in die ungesunden Eier, aber das ist oft notwendig. Und umso mehr ist es wichtig, oft seine eigene Berufsgruppe und seine eigenen Lebensweisen auch kritisch auf die Schaufe zu nehmen. Darum teile ich oft über die Lehrer aus. Ich bin selber Lehrer. Oft teile ich sogar über die Drogen aus, obwohl ich selber ab und zu Drogen nehme. Ja, gerade die eigenen Lebensweisheiten. Es, nach dem Motto, ja, du darfst alles sagen, aber greife mich nicht an, greife meine Lebensweise nicht an, denn ich bin ja heilig, gerecht und gut. Die anderen müssen sich ändern, aber wenn alle so leben würden wie ich, dann wäre die Welt ja voll in Ordnung. Bullshit, liebe Leute. Veränderung fängt bei sich selber an. Und dass man mal selber in Finger auf seine eigenen Mankos legt, selber ist man betriebsblind und wer einfach grundsätzlich auch austeilen kann, so wieder einstecken. Und darum muss ich mir oft echt lustig machen über meine sogenannten Lebensweisheiten. Ich glaube oft auch, dass ich oft immer richtig bin, aber wenn ich natürlich jetzt den Maßstab an das göttliche, ursprüngliche Leben, oh, schreck, oh je, da bin ich noch sehr weit davon entfernt. Aber wie gesagt, Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Also darum, wenn ich über die Lehrer austeile oder über die gierigen Bauern oder wie auch immer oder über andere Lebensgewohnheiten und Lebenspraktiken, dann nehme ich mich natürlich gern selber auf die Schaufel. Und auch sollte man natürlich den Humor nicht vergessen, aber wenn wir uns ehrlich betrachten und ehrlich den Maßstab anlegen, wie gesagt, auf das ursprünglich vedische oder göttliche oder wie man es immer nennt, auf das natürliche, da sind wir alle so weit davon entfernt und da müssen wir endlich einmal ehrlich zu uns selber sein und da müssen wir auch die Eier dazu haben, dass wir ehrlich sind zu uns selber. Also, schaut, legt einmal den Finger auf eure Lebensgewohnheiten, lasst euch selber triggern und triggern ist im Endeffekt nicht ein Angriff. Alle Menschen, die was ein bisschen schon selbstreflektiert sind, werden dankbar dafür sein. Auf der anderen Seite ist es aber nicht sinnvoll und angebracht, dass du dann in Selbstkasteiung und Selbstkritik und Selbstverleugnung und Selbstvorwürfe sagst, ma, ich armer, schrecklicher, schlimmer Sünder, ich sündige so viel, ich muss Buße tun, schnell irgendwo da an einem Verein oder sonst irgendwas oder vielleicht, ja, eine Spende, die was dann vielleicht zweckentfremdet wird für Kriegswaffen oder wie auch immer tätigen, um sein Gewissen zu beruhigen. Wir sind alle auf dem Weg, das ist so. Definitiv sind wir alle auf dem Weg. Die Frage ist, auf welchem Weg bist du? Welchen Grundkurs hast du eingeschlagen? Auf was zeigt dir grundsätzlich deine Kompassnadel? Weiter in den sanften Lügen und Gelächtern der verdorbenen Gewässer der westlichen Werte leben oder zurück zum Ursprung, zurück zur Natur? Das ist die Frage. In welche Richtung gehen wir? Und das ist das Entscheidende. Also, liebe Leute, nehmt euch selber ein bisschen auf die Schaufel und eine ungesunde Astel kann man ruhig einmal ein bisschen anzwicken im eigenen Leben, aber übertreibt es nicht. Übertreibt es nicht. Es bringt nichts, übertriebene Askese zu betreiben und irgendwelche Pseudo-Gebote zu erfüllen, wann einfach das Herz und das Leben noch nicht so weit ist. Einem fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das heißt, auch wenn wir fröhlich loslassen von gewissen ungesunden, so die asurischen Gewohnheiten sagen, es ist ja wurscht, wie man sagt, dann sind wir auf dem richtigen Weg und jetzt tue ich mich schon wieder selbst beweihräuchern. Auch ich habe in vielen Lebensbereichen noch Wege, die was durchaus nicht so gesund sind, aber ich arbeite daran und seid für das, was ihr habt, vor allem dankbar.
auch dankbar, wenn ich wer ein bisschen an die Gurgel zwickt. Naja, somit wünsche ich einen schönen Tag. Ich kraxel jetzt wieder auf die Baumaffe und mache ein bisschen einen Strauchschnitt. Und ja,